Der Jugendtreff Waldorf Paradise ist die offizielle offene Ganztagsschule der Mittelschule St. Georgen hier in Bayreuth. Zu uns kommen die Schüler ab der 5. Klasse. Sie bekommen hier frisch gekochtes Mittagessen. Wir machen Hausaufgabenbetreuung mit ihnen und Spiele und Kreatives. Schwester Claudia Gittel leitet das World of Paradise. Der Schülertreff gehört zur Ordenskirchengemeinde in Bayreuth. Kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche in Oberfranken an Beispielen aus Bayreuth sind das Thema dieser Sendung. Und damit ein herzliches Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Es ist ein Stadtviertel am Rande Bayreuths mit dem verheißungsvollen Namen Neue Heimat. Und mitten in diesem Viertel liegt die evangelische Nikodemus-Gemeinde, die für Kinder und Jugendliche Eindrucksvolles leistet. Vom Kids-Treff zum Abenteuerspielplatz. Lukas Fleischmann und Pia Enes berichten. Auf dem Kiwi-Abenteuerspielplatz in Bayreuth fliegen die Späne. Denn der ist noch lange nicht fertig und wird es vermutlich auch nie so richtig sein. Doch das ist überhaupt kein Problem. Schließlich bauen die Kinder aus dem Stadtteil Neue Heimat den Spielplatz. Auf über 2000 Quadratmetern Fläche darf sich jedes Kind ausleben, meist eigenverantwortlich, doch immer unter der fachkundigen Aufsicht von Sozialpädagogen der evangelischen Nikodemus-Gemeinde. Versuchen auch ihre Gaben hier zu fördern, also machen ja auch ganz viele Sachen, wo sie ihre Gaben überhaupt erstmal entdecken können. Und wir merken, dass viele Kinder einfach fröhlicher werden und einfach jeden Tag kommen und das für sie auch so ein Stück Heimat geworden ist. Es ist 1 Uhr mittags, Essenszeit. Hungrige Kinder kommen aus der Schule in den Kids-Treff der Nikodemus-Gemeinde. Heute gibt es einen leckeren Eintopf, den die FDJler der Gemeinde frisch gekocht haben. Viele Kinder würden zu Hause kein warmes Essen bekommen. Einige würden schlicht ganz allein in der Wohnung sitzen, weil zum Beispiel beide Eltern arbeiten müssen. Ganz, ganz viele von unseren Kindern leben in beengten Wohnungen und haben deswegen, also sich vorwiegend auf der Straße aufgehalten. Also das war auch das, was wir wahrgenommen haben, als wir angefangen haben oder bevor wir hier angefangen haben, dass die Kinder hier vielfach ihre Zeit auf der Straße verbringen, ohne Aufsicht, auch schon in sehr jungen Jahren, mit 4, 5 Jahren. Und deswegen haben wir auch gedacht, da gibt es einen Bedarf, da müssen wir eigentlich was tun. Anstatt sich mit dieser Situation abzufinden, hat die Gemeinde reagiert und in einem ersten Schritt den Kids-Treff ins Leben gerufen. Zuerst mit einer Lernhilfe am Nachmittag, dann mit warmem Mittagessen und Freizeitangebot. Und das Projekt kam an, sogar so gut, dass jetzt nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche versorgt werden sollen. In der ehemaligen Sparkasse im Zentrum des Viertels entsteht auf rund 300 Quadratmetern ein Jugendzentrum, ebenfalls betrieben von den engagierten Protestanten. Da haben wir einen Bedarf gesehen, weil die Jugendlichen hier eigentlich nicht so wirklich eine Freizeitmöglichkeit haben. Auch nicht die Perspektive. Es gibt hier im Stadtteil eigentlich wenig Infrastruktur. Und so sind wir eigentlich auf den Plan gekommen, hier die Chance zu nutzen und dieses Sparkassengebäude zu einem Jugendtreff umzubauen, um den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten. Auch der Pfarrer unterstützt die Jugendarbeit in der Gemeinde. Seit 17 Jahren ist er vor Ort und war Mitinitiator des Kids-Treff. Er weiß, dass Kirche hier anders funktioniert als in reicheren Bayreuther Stadtvierteln. Ich bin froh und dankbar als Pfarrer, dass das so geschieht, weil ich weiß, dass sie hier gut aufgehoben sind, dass sie hier einen Schutzraum haben, wo sie sich wohlfühlen können, dass sie hier ja, Liebe und Anerkennung finden, dass sie hier gefördert werden, dass ihnen auch in Grenzen gesetzt werden, wenn es nötig ist. Die Gemeinde hat schon viel erreicht, doch alle Hürden sind noch nicht genommen. Ein dauerhaftes Problem, die Finanzierung. Schließlich ist die Arbeit der Nikodemus-Gemeinde auf Spenden oder Stiftungsleistungen angewiesen. Und trotzdem blicken die Mitarbeiter optimistisch in die Zukunft. Ich bin eigentlich auch glücklich und stolz, mit diesen Kindern zu tun haben zu dürfen, weil es sind einfach tolle Kinder. Im Großen und Ganzen ist es einfach toll zu sehen, was für ein Potenzial die Kinder haben und das so ein bisschen aus ihnen rauslocken zu können. Und für Potenzial braucht man Projekte wie den Abenteuerspielplatz Kiwi. Denn dann kann die Saat aufgehen, welche die Nikodemus-Gemeinde vor mehr als 8 Jahren ausgebracht hat. Schon bemerkenswert, was sich in der Nikodemus-Gemeinde alles tut. Unser zweites Beispiel heißt World of Paradise und ist ein Schülertreff, der zur Bayreuther Ordenskirchengemeinde gehört. Dazu begrüße ich Schwester Claudia Gittel von der Christusbruderschaft Selbitz bei mir im Studio. Frau Gittel, woher kommt denn überhaupt der Name World of Paradise?
Der Name World of Paradise ist noch vor meinem Dasein entstanden. Jugendliche haben sich das ausgesucht, als der Treff neu entstanden ist. Was sind denn das für Kinder, die nach der Schule zu Ihnen kommen? Es sind Kinder ab der 5. Klasse, die hauptsächlich von alleinerziehenden Kindern, also Eltern sind. Dann sind es ganz viele mit Migrationshintergrund, mehr als 2/3 unserer Jugendlichen. Und dann sind es viele Kinder, die durch den Zusammenschluss der Hauptschulen nicht mehr in der Zwischenzeit zwischen 2 Unterrichtseinheiten nach Hause können. Und die kommen über Mittag dann zu uns. Warum ist der Anteil von Kindern aus unterschiedlichen Nationen so groß? Ich denke, das hat mit dem Stadtteil zu tun und aber auch mit diesem Zusammenschluss dieser Hauptschulen und Mittelschulen, also Haupt- und Mittelschulen. Es gibt nur noch 3 in Bayreuth und von daher kommen die aus halb Bayreuth zusammen. Wie kommen Sie mit dieser Internationalität klar? Gut. Also einer unserer Praktikanten hat mal gesagt, wir müssten sagen, alle reden von Integration, wir nicht. Bei Ihnen wird es gelebt? Es wird einfach gelebt, ja. Jetzt haben Sie uns ja heute einen Adventskalender mit ins Studio gebracht und der sieht dann doch ein bisschen anders aus als so die üblichen Adventskalender im Supermarkt. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben sehr bald begonnen, einfach aus Schachteln etwas Kreatives zu machen, weil mir im Anliegen war, aus den Kindern beizubringen oder den Jugendlichen, dass man aus wenig was machen kann. Und inzwischen haben wir einen ganzen Stamm von Leuten, die den kaufen und bei uns bestellen. Und unsere Jugendlichen arbeiten da sehr mit Freude. Hier haben jetzt Mädchen gearbeitet und das ist also ein richtig schöner Mädchenkalender. Jetzt haben wir sie ja auch besucht und beim Basteln dieser Kalender zugeschaut. Was ist denn das pädagogische Ziel dieser Aktion? Also mal vom Motorischen her, die Feinmotorik, dann Konzentration, Ideen entwickeln, gemeinsam arbeiten und dann den Erfolg zu erleben. Was passiert jetzt mit all den Kalendern, wenn sie denn fertiggestellt sind? Die werden verkauft, also die sind zum Teil schon bestellt und werden verkauft. Und den Erlös nehmen wir dann für uns, also um mal einen größeren Ausflug oder so zu machen oder ein größeres Spiel anzuschaffen. Wie groß sind denn die Vorbestellungen? Also habe ich theoretisch die Chance, noch einen zu ergattern? Noch. Also wird es schon eng? Also wir haben einen Stichtag bis Buß- und Bettag ungefähr. Und voriges Jahr haben wir um die 30 Kalender gemacht. Wunderbar. Schauen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft als jetzt in den Advent. Was wäre denn Ihr größter Wunsch für das World of Paradise, für die Zukunft? Also für die Zukunft ist ein sehr großer Wunsch, der einfach wahrscheinlich Wunsch bleibt, einen zusätzlichen Hausaufgabenraum, weil wir manchmal schon sehr aus den Nähten platzen. Dann drücken wir Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie diesen Hausaufgabenraum auch wirklich zeitnah bekommen. Dankeschön, Schwester Claudia Gittel von der Christusbruderschaft Selbitz, für Ihren Besuch hier heute bei uns im Studio. Wer beim Café Babylon in der Bayreuther Innenstadt eine Sahnetorte und einen Cappuccino bestellen will, der ist völlig auf dem Holzweg. Im Café Babylon treffen sich junge Leute im Alter zwischen 12 und 18, manchmal auch ein bisschen älter. Denn es ist ein Angebot der evangelischen Kirche zur Gestaltung der Freizeit von Jugendlichen. Allerdings ist die freie Zeit inzwischen knapp geworden angesichts hoher Anforderungen in der Schule und der Berufsausbildung. Seit 1994 gibt es das Jugendcafé Babylon, also seit genau 20 Jahren. Die Welt hat sich seither verändert. Geblieben aber ist, dass junge Leute gern Musik hören und dazu tanzen. Die Gruppe Chaotix nutzt den Tanzsaal mit dem großen Spiegel nur noch zum Training für ihre Hip-Hop-Aufführungen. Inzwischen zu alt für das Jugendcafé, aber früher waren sie oft hierher gekommen. Dieses Café bezieht sich auf eine Orientierung an den Einkommen oder finanziellen Möglichkeiten von Jugendlichen. Also wir haben auch Jugendliche, wo es in den Elternhäusern halt finanziell nicht so gut steht und dementsprechend wird das Angebot an Speisen hier zu kleinen Taschengeldpreisen auch gerne in Anspruch genommen. Für Jugendliche ist der Tanz eine wichtige Möglichkeit, sich auszudrücken. Vor allem bei erfolgreichen Aufführungen in der Öffentlichkeit werde ihr Selbstbewusstsein gestärkt, sagen die Mitglieder der Breakdance-Gruppe.
Das ist in einer Lebensphase besonders wichtig, in der es viele Veränderungen auf dem Weg zum Erwachsenwerden gibt. Die Schule beenden, einen Beruf erlernen, vom Elternhaus abnabeln. Ein Lebensabschnitt, der mit vielen Fragen verbunden ist, weiß der Sozialpädagoge Thomas Garbe. Er unterstützt die jungen Leute beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Maria Lautner hat ihren Ausbildungsvertrag als Industriekauffrau mitgebracht. Eigentlich ist sie total zufrieden mit dem Vertrag, möchte aber trotzdem, dass noch jemand drüber schaut. Hier ist es oft so, dass Jugendliche, die in der Ausbildung sind, anderen Jugendlichen, die vor dem Schulabschluss stehen, einfach mal erzählen, wie ist es in der Arbeit, macht es Spaß, was für Anstrengungen gibt es. Und das wiederum ist der Anstoß, dann untereinander über das Thema zu sprechen. Und dann auch hier mal uns vor Ort zu fragen, ob wir sie unterstützen können. Seit einigen Jahren bemerkt der Sozialpädagoge deutliche Veränderungen. Seit die Jugendlichen auch am Nachmittag die Schulbank drücken, ist die freie Zeit knapp geworden. Trotzdem kommen jeden Tag gut 30 Besucher ins Café Babylon. Doch kaum jemand hat noch Zeit, eigene, handgemachte Musik zu machen. Das ist eine Leihgabe von einem Kollegen, der hier nicht mehr tätig ist und der gesagt hat, ich unterstütze diese Einrichtung und stelle euch die Gitarren zur Verfügung. Und wenn es Jugendliche gibt, Anfragen gibt, dann habt ihr die Instrumente vor Ort und könnt sie verwenden. Gern genutzt wird das eigene Tonstudio. Michael Schichwag geht in die 10. Klasse der Realschule. Fast jede freie Minute sitzt er am Mischpult und unterstützt Talente wie Laura Sterz. Sie produziert im Studio ihre eigene Musik-CD. Das Allerwichtigste ist natürlich das Talent bzw. das Potenzial, weil das ist generell bei mir so, ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die kein Konzept oder kein so eine Art Struktur oder Modell, Grundmodell bei der Aufnahme haben. Ich will jetzt studieren gehen, Sozialpädagogik. Und Producing und ich mache ja auch selber Musik, das ist nur so Nebensache, aber wirklich ein Hobby, was ich wirklich liebe. Nebenan sind inzwischen 12- bis 14-jährige Mädchen beim Tanztraining. So kommen immer wieder junge Menschen neu ins Café Babylon. Ich glaube nach wie vor, dass durch die jungen Besucher, Besucherinnen hier wirklich sich auf der einen Seite zeigt, es ist ein Bedarf da, es ist ein Bedürfnis da. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage einer betriebswirtschaftlichen Seite, einer Machbarkeit, einer Bezahlbarkeit. Und von daher gucke ich eigentlich so von Jahr zu Jahr und freue mich, wenn es auch mit der Gesamtkirchengemeinde Bayreuth wieder heißt, wir können ins nächste Jahr starten und können wieder da sein für diese Arbeit. Freilich, gerade für Jugendliche, deren Geldbeutel traditionell schmal ist, ist das Jugendcafé Babylon in Bayreuth eine gute Adresse. Zumal sich das kirchliche Angebot wohltuend von der kommerziellen Konkurrenz abhebt. Nur noch ein paar Veranstaltungshinweise des Evangelischen Kirchenkreises Bayreuth. 25 Jahre ist es jetzt her, dass die Mauer zwischen Ost und West gefallen ist. Am 9. November werden dazu in Oberfranken mehrere Dankgottesdienste veranstaltet. In der Hofer Michaeliskirche feiern evangelische und katholische Kirchengemeinden aus Hof und Plauen um 10 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst. Auch in Höchstädt, in Bamberg-Gaustadt, in Tierstein und in der Stadtkirche Naila gibt es am 9. November Gedenkgottesdienste. Ebenfalls in Hof feiert die Seelsorgestiftung Oberfranken am 22. November um 19 Uhr ihren Jahresgottesdienst in der Michaeliskirche. Es geht um das Thema Gefängnisseelsorge. Unter anderem wird Bayerns Justizminister Winfried Bausback erwartet. Und in Marktredwitz gibt es ab 29. November etwas Einzigartiges zu sehen. 80 Meter misst die vermutlich längste Weihnachtskrippe der Welt. Das Ganze wird mit einem Gottesdienst um 17 Uhr in der Bartholomäuskirche von Regionalbischöfin Dorothea Greiner eröffnet und ist dann bis 11. Januar zu sehen. Wir sehen uns wieder ab 26. November. Dann stellen wir Ihnen die Bamberger Künstlerin Ulla Reiter vor. Sie hat eines von 12 Kunstwerken erschaffen, die ab November in 12 oberfränkischen Kirchen zu sehen sind. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit.